Ja, servus und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, wir sind hier gerade in Mittenwald an der Karwendelbahn. Ja, und heute geht es für uns hinauf auf die westliche Karwendelspitze. Aber wir nehmen natürlich nicht hier die Seilbahn, sondern für uns geht es zu Fuß über die Mittenwalder Hütte erstmal hinauf bis zur Bergstation der Seilbahn und von dort dann über den Klettersteig hinauf zum Gipfel. Viel Spaß mit dem Video. Von dem Parkplatz an der Talstation der Karwendelbahn starten wir unsere Tour auf die westliche Karwendelspitze. Hinter der Unterführung der Bundesstraße B2 führt uns zunächst eine lange Eisenleiter auf dem Wanderweg, welcher zunächst noch gemächlich ansteigend durch den Wald verläuft. Steiler werdend zieht sich der Weg in vielen langgezogenen Kehren nur hinauf zur Mittenwalder Hütte. Auch wenn der Aufstieg zur Mittenwalder Hütte teils mit Drahtseilen gesichert ist, stellt er keine besonders hohen Anforderungen an seine Begeher. Wir gewinnen schnell an Höhe und haben schon bald einen schönen Blick auf die obere Wettersteinspitze sowie den hohen Kranzberg. Entlang einer markanten Felswand zieht sich der Steig weiter hinauf und wir erreichen nach knapp 2 Stunden die Mittenwalder Hütte, welche im Sommer zum Einkehr lockt. Im Herbst muss man sich hingegen mit der tollen Aussicht auf Arnspitze und Wettersteinspitze zufrieden geben. Nach einer kurzen Rast an der Hütte steigen wir nun über den Karwendelsteig weiter hinauf in Richtung der Bergstation der Karwendelbahn. Durch Latschen, Wiesen und viel Fels wird uns der Steig steil bergauf. Wesentlich öfter als noch beim Hüttenzustieg müssen wir dabei auch mit den Händen zupacken. Der Ausblick und die atemberaubende Felskulisse lassen jedoch die Anstrengungen in den Hintergrund treten. So, wir befinden uns jetzt hier schon oberhalb von der Mittenwalder Hütte und sind jetzt hier auf dem Karwendelsteig angekommen. Ab und zu muss man auch mal Hand anlegen, aber im Grunde alles sehr gut zu gehen. Ja, und jetzt führt uns der Weg hier weiter, einmal quer durch das ganze Kar hindurch bis zur Stütze der Seilbahn rauf und dort geht es dann mehr oder weniger auf geradem Weg bergauf zur Bergstation der Karwendelbahn. Schon von Weitem lässt sich die Gipfelstation der Karwendelbahn mit dem markanten Alpenmuseum in Fernrohrform ausmachen. Trotzdem müssen noch zahlreiche, oft auch drahtseilgesicherte Passagen überwunden werden. Während der knapp 3 Stunden von der Mittenwalder Hütte zum Rand der Karwendelgrube wird man oft von staunenden Seilbahnfahrern beobachtet. Das liegt vermutlich daran, dass der Weg von der Gondel aus noch ein ganzes Stück dramatischer aussieht. Oberhalb der Stütze der Seilbahn geht es nun nochmals steiler auf direkten Wege hinauf zur Karwendelgrube und die Bergstation der Seilbahn rückt dabei immer näher. Kurz vor der Karwendelgrube macht der Steig einen leichten Rechtsknick und wir können schon die grünen Wiesen am Ausstieg vom Karwendelsteig erkennen. Angekommen an der Karwendelgrube grüßt uns zunächst ein Steinbock mit ein paar losgetretenen Steinen von oben und so legen wir nach dem anstrengenden Aufstieg erstmal eine kurze Pause ein. So, jetzt sind wir oben angekommen hier am Ende vom Karwendelsteig. Da unten sieht man auch schon die Bergstation der Seilbahn. Ja, und für uns geht es jetzt hier den Weg weiter rauf über den Klettersteig zur westlichen Karwendelspitze. Über den Passamani-Rundweg steigen wir nun hinauf zum Zustieg vom Karwendel-Klettersteig. Nur unweit vom Wegweiser erreichen wir bereits den Einstieg vom Klettersteig, welcher mit einer Kletterpassage im Schwierigkeitsgrad B beginnt. Über eine kurze Gehpassage erreichen wir dann die erste Schlüsselstelle des Steigs. Im Schwierigkeitsgrad C geht es an einem Pfeiler steil hinauf und dahinter ziemlich ausgesetzt quer an einer Felswand entlang. Danach folgt ein weiterer steiler Wandaufschwung mit Schwierigkeitsgrad C. Angekommen auf dem Grat haben wir die größten Schwierigkeiten bereits hinter uns und es geht mit tollem Panorama über den Bergrücken dem Gipfelkreuz entgegen. Es folgen noch 2 kurze Gegenanstiege im Schwierigkeitsgrad B, bis wir dann den Ausstieg vom Klettersteig erreichen. So, wir sind jetzt hier gerade am Ausstieg vom Karwendelsteig, dem Klettersteig, der hier rauf auf die westliche Karwendelspitze führt. Ja, und dahinter mir, da sieht man noch schon das Gipfelkreuz der westlichen Karwendelspitze. Ja, der Klettersteig an sich von der Schwierigkeitsgrad ist der mit C kategorisiert. Und gerade zum Beginn des Steigs kommt das auch durchaus hin. Da gibt es schon ein paar Stellen, die durchaus ausgesetzt sind, wo man auch ab und zu dann am Fels auf Reibung hochlaufen muss.
Ja, aber sobald man dann oben den Grat erreicht hat, dann sind die größten Schwierigkeiten vorbei und dann geht's im Schwierigkeitsgrad mit maximal B hier dann weiter rüber bis zum Gipfel. Ja, und am Gipfel, da legen wir jetzt noch ein bisschen Pause ein und dann geht's danach wieder bergab zur Bergstation der Seilbahn. Vom Gipfel aus genießen wir das tolle Panorama auf die Innsbrucker Nordkette im Süden, dem Wettersteingebirge im Westen sowie den Bayerischen Voralpen im Norden. Im Osten erstreckt sich das Karwendelgebirge sowie tief unter uns das Karwendeltal, wodurch auch der Zustieg zur Karwendelhütte von Scharnitz aus verläuft. Gipfel aus geht es dann für uns über einen gesicherten Steig mit Schwierigkeitsgrad A zurück zum Einstieg vom Klettersteig und von dort über den Wanderweg wieder zurück zur Bergstation der Karwendelbahn. Nach einer kurzen Rast im Bergrestaurant machen wir uns auf den Abstieg über das Dammkar, welcher uns zunächst recht spektakulär durch einen langen Skitunnel führt. Am Ende des Skitunnels erreichen wir den oberen Teil vom Dammkar, einem großen Schotterfeld, durch welchem unser Abstiegsweg zurück nach Mittenwald verläuft. Inmitten der fast schon erdrückenden Bergkulisse steigen wir über den schottrigen Weg bergab. Teils kann dabei auch durch das Geröll wie im Tiefschnee abgefahren werden. Im unteren Teil vom Dammkar können wir dann links von uns eindrucksvoll die Kreuzspitze erkennen. Am Ende des langen Schotterfelds erreichen wir dann die Dammkarhütte. Unterhalb der Hütte führt uns nun ein gut ausgebauter Steig hinab auf einen Forstweg, welchen wir dann weiter bis zu unserem Ausgangspunkt an der Talstation im Mittenwald folgen. Um auch in Zukunft keine neuen Videos mehr zu verpassen, jetzt abonnieren und Glocke aktivieren.